Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie Sie mit der Kontur von Inkscape einfach so ändern können. Also die Kontur von Inkscape. Also wenn Sie zum Beispiel etwas hier zeichnen, dann kann ich euch einfach beibringen, wie Sie die Kontur einfach ändern können. Also die Kontur befindet sich einfach hier ganz unten und dort drauf können Sie zum Beispiel drücken und ändern, wie Sie wollen. Momentan haben wir keine Kontur und deswegen steht das einfach so. Und wenn wir zum Beispiel, wir holen zum Beispiel ein Werkzeug hier, wir können zum Beispiel diese Rechteck oder Quadrate erstellen und dann zeige ich euch einfach, wie es weitergeht. Und wir markieren, wir erhöhen einfach die Deckkraft jetzt, damit Sie besser sehen können, worum es wirklich geht. Und dann kann ich euch beibringen. Also hier, wie Sie schon wissen, Sie können zum Beispiel verkleinern, vergrößern und mit beiden Anfasser können Sie einfach in Viereck oder in Rechteck einfach ändern, wie Sie wollen. Sie sehen schon, was wir damit machen können. Und natürlich haben Sie die Möglichkeit, momentan die Kontur ist schwarz und es ist ziemlich schmal, deswegen können Sie nicht sehen. Aber um das zu ändern, drücken wir einfach mit der rechten Taste. Und dann haben Sie die Möglichkeit, hier zum Beispiel zu invertieren. Und es wird jetzt weiß. Sie sehen schon, die Farbe ist jetzt weiß. Und momentan können Sie noch nicht sehen, weil es ist einfach ziemlich schmal. Um das zu ändern, haben wir die Möglichkeit einfach hier. Momentan es ist in Pixel, die Einheit ist in Pixel, aber wir können zum Beispiel in Zentimeter ändern, in Millimeter ändern, in Punkt ändern. Wir haben viele Einheiten hier und wir können einfach zum Beispiel in Zentimeter ändern. Und dann sagen wir, wir wollen nicht nur 0,0002 haben, sondern 2 cm dick haben. Und dann sehen Sie einfach, wie die Kontur jetzt geworden ist. Natürlich haben wir die Möglichkeit zu invertieren, zu ändern mit einer anderen Farbe. Wir invertieren zum Beispiel die Farbe der Kontur. Dann sehen Sie, es ist jetzt schwarz geworden. Und so können Sie hin und hier ändern, wie Sie einfach wollen. Und Sie haben auch die Möglichkeit, die Deckkraft hier einfach zu ändern, wie Sie einfach wollen. Und von daher können Sie damit alles machen. Sie sehen schon. Und Sie haben die Möglichkeit einfach zu verändern, wie Sie wollen. Also und mit der Größe, mit der Dicke können Sie die Breite der Kontur können Sie ändern, die Farbe der Kontur können Sie ändern, wie ich euch beigebracht habe. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, nicht nur die Kontur, sondern Sie können auch verschiedene Figuren einfach so nochmal erstellen, wie Sie einfach wollen. Zum Beispiel, Sie können zum Beispiel mit der Deckkraft, wenn Sie mit der Deckkraft ändern wollen, dann drücken Sie die Steuerung-Taste. F1, dann können Sie zum Beispiel eine Farbe hier aussuchen, die Sie wollen. Und von daher, Sie sehen schon, die Farbe ist jetzt blau, aber wir können zum Beispiel die Farbe ändern, indem wir zum Beispiel sagen, nee, wir wollen diese Farbe jetzt. Und dann ändern wir einfach die Farbe und mit diesen beiden Anfasser können wir genau positionieren, wie wir sie haben wollen. Und Sie sehen schon, wie es geht. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Und wenn Sie fertig sind, dann drücken Sie einfach irgendwo in Leer und es wird einfach so bleiben. Und Sie können auch weiterarbeiten. Natürlich haben Sie nochmal die Möglichkeit zu ändern, zum Beispiel hier oben könnten Sie sagen, Sie wollen zum Beispiel reflektieren. Und es wird einfach reflektiert. Und wenn Sie sagen, Sie wollen zum Beispiel die Wiederholung einfach direkt haben, dann wird es einfach so sein. Und Sie haben auch die Möglichkeit, viele tolle Sachen einfach zu ändern, wie Sie wollen. Zum Beispiel solche Sachen können Sie auch ändern. Und Sie können nicht nur auf die Füllung diese Farbverlauf machen, sondern auch auf die Kontur. Wenn Sie mit der Kontur jetzt ändern wollen, dann drücken Sie einfach die Kontur und es wird auch genauso gemacht. Also von daher drücken Sie einfach drauf jetzt und es wird einfach geändert. Sie merken schon, was wir da machen. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Sie positionieren zum Beispiel hier und Sie sehen schon, wie es sich ändert. Und von daher haben Sie viele tolle Möglichkeiten. Also sehen schon, was wir hier machen. Und wenn Sie nochmal zurückhaben wollen, also rückgängig machen wollen, dann machen Sie einfach rückgängig. Und von daher sehr, sehr schön. Sie haben gesehen, wir haben nicht nur mit der Kontur gemacht, sondern auch mit unserer Füllung auch mit der Farbverlauf geändert. Und ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben. Ich freue mich einfach, das nächste Video wieder.